fünfter Spieltag in der Kreisoberliga und es kommt zum Duell zwischen dem SV Rabenau und dem SV Pestewitz. Ja, es ist ein kleines Derby. Die Rabenauer, ja, perfekt in die Saison gestartet, konnten bisher alle Siege für sich entscheiden und kam mit breiter Brust in das Spiel rein. Der Trainer der Gäste, Bernd Nowak, musste von der ersten Sekunde an viel reden, viel dirigieren. Rabenau mit viel Druck und wir springen rein in die 10. Spielminute. Ecke für Rabenau, Bender tritt die Ecke in die Mitte, Rauber steigt hoch, Latte und dann Philipp Apelt bringt den Ball in den Kasten, aber der Schiedsrichterassistent hatte in dieser Situation eine Abseitsstellung erkannt. Klare Fehlentscheidung, Glück für Pestewitz. Eine Minute später dann Ecke für Pestewitz, Kruner bringt die Ecke rein, Vogt steigt hoch. Und dann Schiller, 1-0 für Pestewitz. Der Spielverlauf vollkommen auf den Kopf gestellt. Pestewitz führt hier und das nicht wirklich verdient. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Vogt köpft den Ball in die Beine von Schiller. Der verlädt mehr oder weniger den vorbeifliegenden Lutz Möller. Pestewitz führt. Ja, und dann die 23. Spielminute. Vogt verliert da in der Innenverteidigung den Ball. René Will lässt durch. Und Fuchs scheitert da an Florian Koppe, der an diesem Tag wirklich, wirklich gut drauf war und seine Hintern meiner eins ums andere Mal wirklich vor dem Gegentor bewahrt. Die Fans in Rabenau seien eine wirklich rassige Partie. 39. Minute, Wilder mit dem Solo, Pass auf Noac, aber wieder Florian Koppe. Ja, der Trainer der Gäste, Jan Speckmann, bis dahin sehr zufrieden. Rabenau in der ersten Halbzeit mit viel, viel Druck. Und wir springen rein in die zweite Halbzeit. Es wurde kurios. Justin Liebscher auf den Pass zu Marius Heinitz, der zu Marco Tillich und dann Marcel Kühne am leeren Tor vorbei. Fassungslosigkeit. Es ist wie beim dritten Date mit der Freundin. Beide wissen, es passiert, nur dass er den hier eben nicht reinhämmert. In die 55. Spielminute rein. Kruner mit dem langen Freistoß. Möller kann den Schuss von Vogt noch parieren. Und dann Johannes Schiller schnürt den Doppelpack. Pestewitz führt 2-0. Und das ist aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient. Pestewitz mit einer engagierten und couragierten Leistung aus der Kabine gekommen. Ja, das sollte noch dicker werden. Abspielfehler da. Und dann Justin, das Wiesel-Liebscher, auf und davon. Leo lässt weg. 3-0. Pestewitz stellt die Weichen auf Sieg. Ja, wir sehen es da. Der Verteidiger der Gäste, Leonhard, lässt Justin Liebscher da auch ziehen. Hätte ansonsten wohl einen Platzverweis gegeben. Rabenau gab sich aber nicht auf. Raubach kann dann nochmal den Turbo zünden. Raubach! Unglücklicher Tag für ihn heute. Schiebt den Ball da am Kasten vorbei. Und somit bleibt es beim 0-3. Aber Rabenau steckte nicht auf. Sie warfen nochmal alles nach vorne. Wollten unbedingt zum Treffer gelangen. Langer Einwurf da. Und dann Philipp Apelt. Elfmeter. Wir sehen es hier gleich in der Wiederholung. Vollkommen unstrittig. Toni Lohse tritt Philipp Apelt da gegen das Standbein. Klares Ding. Elfmeter. René Will, der Torjäger mit Abo. Nur noch 1-3. Ja, Rabenau bäumte dann nochmal sich auf, warf alles nach vorne. Was wirklich Zählbares, kam dabei aber nicht mehr rum. Und wir springen rein in die 90. Minute. Es ist der Schlusspunkt in dieser Partie. Vogt nochmal mit dem langen Ball. Und dann Marco Tillich, 4-1. Spätestens jetzt waren alle Hoffnungen der Rabenauer dahin. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Roberto Masso legt den Ball da gut ab. Und dann Marco Tillich rein ins Glück. Es ist der Endstand, denn danach ist Schluss. Pestewitz entführt die 3 Punkte, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, mehr als verdient. Rabenau aber um ein Tor betrogen in der ersten Halbzeit. Wir haben praktisch das Mittelfeld verdichtet und sind dann auf Konter ausgegangen, die hervorragend aufgegangen sind, wobei wir sicherlich noch das eine oder andere Tor zu wenig gemacht haben. Also der Sieg für uns vollkommen verdient, aber in einem wirklich gut klassischen Kreisoberliga-Punktspiel. Sollte heute einfach nicht sein, trotzdem
kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Alle haben gekämpft, alles versucht und das wird uns jetzt auf keinen Fall zurückwerfen. Wir sind eine gute Truppe und fürs nächste Spiel nehmen wir uns genauso viel wieder vor. Als Aufsteiger kann man auch mal verlieren, sind ja super in die Saison gekommen und dort versuchen wir wieder anzuknüpfen. Über die ganze Saison hinweg sieht man einfach, dass die Truppe sich langsam findet. Wir haben viele Neuzugänge und die kommen immer mehr an und ich denke mal, dann wird das auch, wird dann irgendwann die harte Arbeit, die wir jede Woche dann auf dem Trainingsplatz auch absolvieren, auch endlich belohnt werden. Und dann haben wir uns heute hier und auch letzte Woche im Pokal schon belohnt und dort müssen wir einfach weitermachen. Eine gut klassische Kreisoberliga-Partie in Rabenau. Die restlichen Ergebnisse. Schönfeld besiegt Gorknitz mit 4:1. Das ist so ein bisschen mit die Überraschung am Spieltag. Blick auf die Tabelle. Rabenau natürlich immer noch super dabei und vorne dabei. Pesterwitz springt mit dem Sieg ins Mittelfeld. Das war's von uns. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns das nächste Mal. Euer Team Rabenfreund.